Ich habe nicht genug Hass. Es freut euch an eurem Sieg, mein Freund. Ich brauche mehr Disziplin. Nicht mehr, was uns zugestoßen ist. Ich erinnere mich nur an einen Anhänger. Jemand hier muss ihn haben. Bitte, lasst uns versuchen, ihn zu finden. Dieser Tote trägt ihn nicht bei sich. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Möget ihr mit der Zeit euren Frieden finden. Mehr Zeit. Wir werden hier nicht überleben.
süß. Ich habe zu wenig Disziplin. Es ist ein Segen, dass auch bei der schlimmsten Seuche noch einige überleben. Widerlich. Diese Gebeine sind uralt. Genug Hass. Nicht geöffnet werden. Noch nicht bereit. Thank you.
Es ist vollbracht. Die Blutlinie von Rakkes kehrt auf den Thron von Westmark zurück. Ich nehme an, dass ihr damit euch meint. Meine Großmutter war die Tochter Corellans. Er hat sich jedoch nie zu ihr bekannt, da nicht die Königin ihre Mutter war, sondern eine Kurtisane. Mit der Unterstützung der Bauern werde ich die Westmark zu einem friedvollen, gerechten Ort machen. Der Faulenzerei der Wohlhabenden wird ein Ende gesetzt. Natürlich wird es ein wenig Blutvergießen geben. Wir müssen schließlich ein Exempel statuieren, unseren Machtanspruch stärken. Doch das ist nur ein kleiner Preis. Die Menschen Westmarks haben bereits einen zu hohen Preis gezahlt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr dies tut. Mein gesamtes Leben habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet, Dämonenjäger. Ich habe nicht genug Hass. Ich rufe immer noch. Nicht genug Hass. Mein Kopf. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich kann nichts unternehmen, um den Zauber zu brechen, der diesen... Nur ihr könnt diese Monstrosität bezwingen. Ich habe nicht genug Hass. Thank you.
Ich muss zurückkehren. Alles, was ich vorhersagte, ist ein... Bleib bewaffnet und bleib im Leben. Das ist meine Devise. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich warte immer noch. Seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos.
werdet bald Geschichte sein. Für das, was ihr getan habt, werdet ihr sterben. Nicht genug Hass. Die Dämonenbrut wird im Feuer umkommen. Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Zur Hölle damit! Ich kehre in die Stadt zurück. Ich wünschte, ich könnte mich dem Kampf anschließen. Urzael ist gefallen. Die Seelenernter werden die Stadt nicht ohne ihn halten können. Ihr habt Westmark gerettet. Doch wir wissen immer noch nicht, weshalb Maltael den Seelenstein gestohlen hat. Mit jedem Moment, der vergeht, wird er stärker und uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Cheldo, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Wie unerwartet. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Endlich.
Ich lasse euch nicht allein ziehen. Kommt mit. Urzael und die Seelenernter sind tot. Das Leid Westmarks wurde gerecht und der Wiederaufbau kann beginnen. Doch Adria lebt. Lorat und ich reisen in die Blutmarschen, um sie zu suchen. Sie weiß, wie man Maltael findet. Und sobald wir es auch wissen, muss sie sterben. Die Marschen haben sich in kurzer Zeit stark verändert. Die Sumpfler sind aggressiver, die Wasser gefährlicher. Ohne Zweifel. Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Der Maltael hat ihn nichtsdestotrotz gefunden. Mehr Hass, um das zu tun. Das war inspirierend. Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Adria. Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Was war das? Da kommt etwas. Wir brauchen mehr Zeit. Es war nur ein Zugang zur Stadt. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einem Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Dieses Mal gibt es keinen drin, Adria. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Na schön. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Der Siegelstein. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Lasst mich es ausprobieren. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Dann müssen wir nur 2 der verbleibenden Siegel ausschließen. Ich habe nicht genug Hass. Unerwarteter Anblick. Ich
fangen. Nein, es ist beinahe fertig. Jetzt wird der Baum niemals vollendet werden. Verflucht seid ihr, Saul! Ihr Hund hat mir diesen sumpfigen Fleck Land für den Bau meines Schlosses verkauft. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich werde mein Schloss genau hier bauen. Und es wird das prächtigste aller Schlösser werden. Hört ihr mich, Saul? Das prächtigste! Ich brauche noch einen Siegelstein, um den richtigen Eingang zu finden. Dieser Weg führt nicht nach Corvus. Nicht genug Hass. Ich habe nicht genug Hass. Adria, wenn ich daran denke, dass... Jetzt weiß ich, welches Siegel auf den richtigen Weg hinweist. Richtig.
Bitte abschauen! Wartet hier, Lorat. Ihr könnt euch mir anschließen, wenn es vollendet ist. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem, mit anderen Worten Götter, und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten verschollen sind? Wollt ihr noch mehr? Nephalem waren keine Götter, sondern unsere eigenen Vorfahren, denen ein langes Leben, Magie und Fähigkeiten beschieden waren, die unsere heutigen bei weitem übertreffen. Dennoch waren sie sterblich. Ob diese Schriften den Schlüssel zu ihrer Macht enthalten? Ich werde den Heiden das Licht Zakharums bringen. Ihr im Osten verblasst seine Macht,
Doch im Westen wird es stärker und glorreicher denn je neu entfacht werden. Und doch treibt mich ein weiteres Ziel an. Die verlorene Nephalem-Stadt Corvus liegt im Westen. Ich werde sie finden. Ich brauche mehr Zeit. Zurückkehren. Bereite dich auf das Schlimmste vor, hat mein Bruder immer gesagt.
dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Meines eigenen Schicksals und werde das eure besiegeln. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid derjenige, der ihn befreit hat. Niemals. Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Das glaubt ihr vielleicht. Das Feuer verschlingt alles! Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Vor ihrem Tod hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael. Also muss er dort sein. Ich kehre in die Stadt zurück. Maltael hält sich in den Ebenen des Wahnsinns auf. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Wir werden ihn nicht enttäuschen. Aber er nutzt seinen Vorteil geschickt aus. Jede Sekunde wächst seine Macht. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Was passiert hier? Zerstört das Tor! Der Nephalem ist hier! Anzugreifen? Maltael ist mein Bruder.
Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Maltael wollte mich von den Ebenen des Wahnsinns fernhalten. Er ist noch nicht bereit, sich mir zu stellen. Jetzt muss ich mir einen Weg durch diesen Schauplatz ewiger Kämpfe zwischen Engeln und Dämonen bahnen. Im Herzen dieses Reichs befinden sich die Festung des Wahnsinns und der Engel des Todes. Von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Hätte jemand meinen Namen gerufen.
für ein Langweiler ihr manchmal seid. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme! Sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Spart euch euren Dank, Imperius.
überleben! Belagerungswaffe gefunden, mit der wir Maltaels Diener ablenken und sie von der Ramme weglocken können. Doch wir können nicht gleichzeitig kämpfen und sie reparieren. Beschützt uns, während wir unsere Arbeit verrichten. Ich muss noch ein wenig länger warten. Die Belagerungswaffe ist wieder einsatzbereit. Das wird die Diener des Todes beschäftigt halten.
Ihr seid ein edler Krieger. Es erfüllt uns mit Stolz, an eurer Seite zu kämpfen. Alpha und das Omega des ewigen Konflikts. Sie liegen im Zentrum aller Dinge und verbinden das Reich der Engel mit dem der Hölle. Vor langer Zeit, als die Engel noch jung waren, fand der Aspekt der Weisheit hier das Auge von Anu. Er taufte es in den Stein und die Himmel schworen, ihn zu beschützen. Ist hier. Ich muss aber zunächst alle Belagerungsrunen finden, bevor ich sie benutzen kann. Yeah.
Zeichen ruft nach mir. Zieht mich fort. Ich bin überlastet. Ich muss zurückkehren.
ich über den Dimensionenwandel weiß? Sehr wenig. Er durchstreift die Grenzen der Ebenen des Wahnsinns. Ein schwerfälliger Koloss mit einem gähnenden Loch im Zentrum. Irgendwie schafft er es, seinen Körper zu verbergen und sich als einfaches Portal zu tarnen. Diejenigen, die es durchschreiten, sind in einer weit entfernten Dimension gefangen und werden nie wieder gesehen.
Mächtige Magie hat diesen Ort erschaffen. Diese Steine sind nicht natürlichen Ursprungs. Zeit und Natur haben hier keinen Einfluss. Das werdet ihr nicht überleben! Ich kehre in die Stadt zurück.